Wissen Sie, was RFID ist? Radio Frequency Identification. Ganz genau. Was war denn Ihre Motivation, sich bei uns zu bewerben? Die Technik, also RFID selbst. Hobbytechniker? Nein, ich habe früher Fahrkartenautomaten gewartet. Wir wenden RFID an, um die Stadt sauber zu halten. Ja, das finde ich den interessanten Ansatz daran. So, finden Sie. Wir kontrollieren mit RFID. Sie werden überwachen und strafen. Macht Ihnen das Spaß? Naja, schauen wir mal. Wenn Sie Menschen mit der Videokamera überwachen, was empfinden Sie dabei? Was meinen Sie mit empfinden? Sie dürfen sich nicht ablenken lassen. Wieso ablenken? Von Gefühlen beispielsweise. Wir haben da so unsere Erfahrungen. Nein, nein, keine Sorge. Ich bin nur interessiert an der Technik, also an RFID selbst. Prima. Gratulation. Sie haben den Job. Danke. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Endlich wieder ein Job. Und ich bekam es mit einer vielversprechenden Technologie zu tun. RFID für sich genommen ist erstmal nur eine Basistechnologie. Die Durchleuchtbarkeit, Überprüfbarkeit nimmt, also die Möglichkeit dazu, nimmt natürlich mit jeder neuen Technologie zu. Tatsächlich werden wir in Zukunft mehr automatisch über die Menschen, ihre Eigenschaften, wo sie sind, wie gesund sie sind, wie sie sich benehmen, erfahren. Guten Tag, ich hätte gerne das neue RFID im Blick. Ja, bitte sehr. Bitte schön. Okay. Und den Maus bitte. Ein Maus 4,20 Meter. Natürlich musste ich mich erst einmal über RFID informieren. Aber dann war ich fasziniert. Es ist eine Technik, die die Welt völlig verändert. Das Herzstück, ein winziger, unscheinbarer Computerchip mit einer Antenne drumherum, versteckt in Plastikkarten, Pässen, Turnschuhen, hinter Etiketten und Barcodes. Der Transponder oder sogenannte Tag klebt an Objekten oder ist in sie integriert. Durch ihn können Gegenstände und Waren sprechen. Wird ein Tag mit Radiowellen angefunkt, nutzt er die übertragene Energie, um eine weltweit eindeutige, unverwechselbare Nummer zurückzufunken und gibt sich damit zu erkennen. Jetzt weiß man, wer das Ding gemacht hat, wo es schon war und wohin es unterwegs ist. Das Erkennen und Identifizieren läuft völlig automatisch ab, auf der gesamten Lieferkette, vom Hersteller bis zum Kunden. Ökonomisch interessant. Selbst ich kann Teil der durch RFID gespeicherten Daten werden, ganz einfach beim Einkaufen. Eine chipgesteuerte Diebstahlsicherung wurde bereits 2003 in England getestet. Wenn es so wird, wie sich das die Industrie gerne wünscht, dann möchte die natürlich, dass möglichst viel RFID-Chips verkauft werden und in irgendwelchen Anwendungen drin sind, sei es in Schuhen, sei es in der Hose. Und natürlich stelle ich mir dann vor, dass dann Geschäfte an ihren Ladeneingängen nicht nur diese, was wir jetzt kennen, diese Diebstahlsicherung haben, sondern das sind dann RFID-Lesegeräte. Die Verkäuferin sieht, die wird einen gleich mit dem Namen anreden. In anderen Geschäften ähnliches. An den Haltestellen werden Lesegeräte sein, weil die Fahrkarten damit abgerechnet werden. In den Bahnhöfen vielleicht am besten gleich gekoppelt mit der Videoüberwachung. Und so schließt sich dann ein großer Ring über uns, ein Stahlnetz, das sich über uns stülpt, wo wir überall an jeder Stelle, zum Teil auch einfach nur aus dem Willen heraus, dass ein Mensch einem im Namen ansprechen will, dann so ein Überwachungssystem übereingestülpt wird, aus dem es dann überhaupt kein Entkommen mehr gibt. Und davor habe ich schon ein bisschen Angst. Ich bin übrigens Peter Mosetter.
Als ich meinen Job im Jahr 2011 als Müllsheriff bei der Stadt antrat, hatte man gerade damit begonnen, RFID zur Erfassung von, naja, Umweltsündern einzusetzen. Ich bekam ein RFID-Lesegerät in die Hand und sollte damit die Besitzer der achtlos weggeworfenen Verpackungen identifizieren. Viele dieser Verpackungen waren inzwischen mit Tags ausgestattet und ich musste nichts anderes tun, als diese auszulesen. Der Bußgeldbescheid wurde dann automatisch zugestellt. Für Sie ist das noch Zukunft. Aber für mich im Jahr 2011 hatte RFID längst Einzug gehalten. Doch wie war es dazu gekommen? Schon seit 2003 propagierten die großen Handelsketten RFID als Schlüsseltechnologie zum Vorteil der Konsumenten. In Future Stores wurden die Einkaufswagen mit elektronischen Einkaufsberatern getestet, die die persönliche Kundenkarte einlesen. Mit RFID. Durch die Transponder oder Tags an der Ware wissen die Zentralrechner automatisch, was fehlt, nachbestellt werden muss und was der Kunde kaufen will. Ganz banale Einkäufe, Kaffee, Tee, Brot, Orangensaft, was auch immer, das kann ja jeder wissen. Da ist auch der einzelne Einkauf völlig unverfänglich, ist nicht geheim, nichts Vertrauliches. Insofern denken Leute dann, wenn ich dann doch ein bisschen Rabatt bekomme, dann mache ich das doch gerne. Mir war es zunächst schleierhaft, was daran so schlimm sein soll, wenn der Zentralrechner weiß, was ich kaufe. Das Problem ist auch nicht der einzelne Einkauf, sondern das Problem ist das Sammeln dieser Daten über Jahre hinweg, die Möglichkeit, Profile zu erstellen, sie mit diese Daten mit anderen Daten zu verknüpfen und dass diese Daten sehr, sehr lange aufbewahrt werden. Und sie können nicht wissen in dem Moment, wo sie die Daten abgeben, in welchem Kontext diese Daten vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Dafür ist die Zeitersparnis an der Kasse enorm. Preise und Waren werden automatisch ausgelesen. Ich glaube, dass das, was im Hintergrund immer so hochkommt, dass RFID den gläsernen Kunden schafft, mit heute jeglicher Art von Kundenkarte sowieso geschehen kann. Und man heutzutage schon viel mehr Daten hinterlässt und viel mehr Profile erstellen könnte, als das mit RFID in der Form so neu wäre. . 2011 ist das automatische Sammeln und Verarbeiten von Daten längst ein lukratives Geschäft geworden, auch für die Stadt. Wir Müllsheriffs tragen kräftig dazu bei. Einmal fiel ich meiner eigenen Kontrolle zum Opfer und stellte mir selbst einen Bußgeldbescheid aus. Ich hatte das Einwickelpapier eines von mir gekauften und an meine Nichte verschenkten Schokoriegels im Park erwischt. Fast jeden Tag konnte man von Schnüffelchips lesen. RFID wurde zum Inbegriff für totale Überwachung. Mir kam das übertrieben vor, denn die Hauptanwendung von RFID war eigentlich eine ganz andere. Zum Beispiel bei Chipkarten oder sogenannten Smartcards. Sie speichern vertrauliche Daten und besitzen raffinierte Verschlüsselungssysteme. Nur mittels geheimer Codes können sie ausgelesen werden oder dienen ganz einfach als Türöffner. Außerdem, RFID hat physikalische Grenzen. Wenn ich jetzt eine kontaktlose Chipkarte mit ihrer Spule in die Nähe eines Lesegerätes bringe, man sieht es hier am Beispiel einer Spule, bei der ich diesen Chip durch eine Leuchtdiode ersetzt habe, dann beginnt die Leuchtdiode zu leuchten. Das heißt, ich übertrage Energie vom Lesegerät an diesen Transponder. Wie man hier sieht, ist die Feldstärke, die von so einem Lesegerät erzeugt wird, in etwa dem Bereich, der dem Durchmesser der Antenne entspricht, konstant. Entferne ich mich dann von der Antenne, sinkt die magnetische Feldstärke im Kubik der Entfernung. Das bedeutet, bei doppelter Entfernung habe ich nur mehr ein Achtel der Feldstärke und dementsprechend ein 64stel der Sendeleistung. Je weiter die Reichweite für die gefunkten Daten sein soll, desto größer muss auch die Antenne werden.
Eine geringe Reichweite von 2 Metern genügt allerdings schon, um Betriebe wie die Münchner Stadtbibliotheken vollständig zu automatisieren. Seit 2006 kann man hier Bücher zu jeder Zeit zurückgeben, auch wenn die Bibliothek schon geschlossen ist. Das System erkennt sie an ihren Tags und die steuern die Bücher automatisch ins jeweilige Körbchen. €5 Millionen kostet die Investition in das größte europäische RFID-Projekt der Bibliotheksbranche. Sie wurde notwendig, um weitere Bibliotheksschließungen zu vermeiden. Jetzt kann reichlich Personal eingespart werden. Der Kunde verbucht das Ausleihen und Zurückgeben selbst. Er legt seine Bücher auf ein Lesegerät, einzeln oder im Pulk, und sofort sind alle von der Datenbank erfasst. Hinzu kommt eine verbesserte Sicherung der Bestände, ein Nebeneffekt der RFID-Technologie. Diebe haben in den neuen Bibliotheken keine Chance. Die Kontrolle am Ausgang funktioniert hundertprozentig. Die Durchleuchtbarkeit, Überprüfbarkeit nimmt, also die Möglichkeit dazu, nimmt natürlich mit jeder neuen Technologie zu und daher stimmt das. Das hat begonnen bei Autobahnzöllen, das hat begonnen bei natürlich Bankomatkarten, bei Kreditkarten, bei der Telefonie, da sind sie überall wahnsinnig gut verfolgbar, heute schon. Die neue Technologie legt da doch einmal ein Schäuflein drauf. Die Frage ist, warum machen wir das überhaupt alles mit? Und die Antwort darauf ist, weil das Leben halt viel bequemer wird. Auch Busfahren wurde mit der Zeit immer bequemer. Das erste Pilotprojekt startete in Hanau. Dort sollte ein Handy mit RFID-Chip die Fahrkarte ersetzen. Ich wollte mein Handy personalisieren. Ich gebe das mal. Sie sind Neukunde, ne? Ja. Funktioniert das auch gleich sofort schon? Ja, ich gebe die Daten jetzt ein und dann können Sie es sofort benutzen. So. Wunderbar. Bitteschön. Wir haben damals von Nokia-Seite angefangen und hatten untersucht, wie kann ich aus dem Handy mehr machen, wie mache ich es aber gleichzeitig einfacher. Da haben wir einfach Verhalten studiert. Wenn Sie heute irgendein Objekt haben, das Sie sehen oder haben wollen, Sie machen 2 Sachen. Zum Ersten, Sie schauen es an und zum Zweiten, Sie fühlen es. Das Handy wurde zum Zauberstab. Nach SMS und WAP hat es nun NFC, Near Field Communication. Telefonieren wird zur Nebensache. Das Handy ersetzt alles, auch das Portemonnaie. Beim Ein- und Aussteigen in den Bus muss ich nur eine markierte Stelle berühren. Für mich wird automatisch der günstigste Tarif berechnet und später von meinem Konto abgebucht. Wir sind dann darauf gekommen und haben überlegt, wie können wir dieses sehr natürliche Verhalten des Anfassens, des Fühlens umsetzen. Und wenn Sie dann Ihr Handy nehmen und bringen das irgendwo an einen Gegenstand, an ein Objekt, und das Handy macht dann Sachen, dann wollen Sie das, Sie kommen nah dran und es geht einfach. Fahrkarte, Kreditkarte, EC-Karte, Kundenkarte, Gesundheitskarte. Alles kam ins Handy. Ein versteckter Chip, zum Beispiel in einem Plakat, verschafft eine direkte Verbindung zu den Dingen dahinter, zu einer Website oder zur Vorverkaufskasse. Berührung genügt. Die Buchung geschieht direkt vor Ort. Ich brauche nicht mehr in der Schlange zu stehen oder auf etwas zu warten. Was sich da verändert, ist, dass ich sehr viel mehr machen kann, dass ich mit meinem Umfeld, mit dem, was um mich herum ist, besser interagieren kann. Ich muss nicht mehr fragen, was ist das für ein Gegenstand. Ich kann den Gegenstand berühren und er sagt mir, ist in Ordnung. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich nehme mir mal hier eine Wasserflasche. Ich könnte ja eine Wasserflasche sagen, wann ist denn die abgefüllt worden? Könnte er mir sagen, am besten, wie sagen wir, best before oder Haltbarkeitsdatum noch nicht überschritten. Mein Handy macht die unsichtbare Geschichte jeder Ware sichtbar. Es zeigt mir, ob das Produkt ein echter Markenartikel ist oder nur ein Imitat aus Fernost.
Wenn aber nun jedes Produkt einen Chip hat, mit Security und anderen Codierungen, wie sie heute auf ihrer Bankomatkarte sind, zu niedrigen Kosten, so halten Sie oder der Zollbeamte oder der Apotheker das Mobiltelefon dagegen. Es wird einfach ausgetauscht, Informationen vom Internet, die Checks abgerufen. Das heißt, ja, das Produkt ist gut. Also diese Fälschungssicherheit, automatisches Messen, wird sicherlich eine der wesentlichen Applikationen sein, die das Internet der Dinge auch für Endkonsumenten verständlich machen wird. Das Internet der Dinge ist der Begriff für die globale Vernetzung von Daten und Waren. In Zeiten von wachsendem weltweitem Warenverkehr hat die Wirtschaft ein großes Interesse daran, exakt zu wissen, wo sich ihre Güter gerade befinden. Doch ihre Datenbanken sind immer weniger in der Lage, über die Realität Auskunft zu geben. Man denkt, man hat die Systeme im Griff mit den Datenbanken, auf denen wir heute arbeiten. Aber diese Datenbanken, gerade in der Logistik haben wir ganz große Datenbanken, da verwalten wir all die Artikel, die in den Läden stehen, die in der Produktion sich befinden. Gerade diese Systeme arbeiten ja auf Datenbanken, die eigentlich virtuell sind. Es ist ja eigentlich eine virtuelle Welt. Und das macht sich dadurch bemerkbar, dass wir dann eben immer wieder Bestandsdifferenzen finden. Das heißt, die reale Welt mit der virtuellen Welt gar nicht übereinstimmt. Mit der RFID-Technologie können wir die Dinge, die vor uns stehen, direkt fragen. Was seid ihr? Wie viele seid ihr? Gegebenenfalls auch, wo wollt ihr hin? Wo kommt ihr her? Die Lkw-Fahrer ziehen die mit einem Chip versehene, also getaggte Palette durch die RFID-Tore am Wareneingang. Das Wareneingangsbüro registriert automatisch. Seit 2006 wird RFID in den Verteilungszentren der großen Handelskonzerne eingesetzt. Das System meldet dem Stapelfahrer sofort, dass er die Palette mit den Reinigertabs in Gang C, Ebene 4, auf Platz 102 einlagern soll. Alle Lagerplätze sind mit RFID-Tags ausgestattet. Hier geht nichts verloren. Ein Transponder, der irgendeine Nummer hat, hilft mir in meinen Systemen, alle Informationen und alle Bewegungen zu steuern oder auch nachzuvollziehen. Das ist nicht viel anders, als heute auf einem Barcode ein gewisser Datenbezeichner abgescannt wird und ich mir aus meinen Systemen heraus die Informationen hole. Der Vorteil bei dieser Technik ist halt, dass ich diese Information automatisch bekomme, wenn die Ware sich irgendwo bewegt und an dementsprechenden Punkten vorbeigeht. Auch bei der Zusammenstellung der Ware für die einzelnen Supermärkte wurden die manuellen Handgriffe wie Abhaken auf Papier nach und nach automatisiert. Der Rollifahrer bekommt seine Aufträge per Headset. Die Ware verheiratet er inzwischen mittels Datenhandschuh mit seinem getaggten Wagen. Das beschleunigt die Abläufe, spart Zeit, Arbeit und Geld. Am Warenausgang braucht nur noch die Seriennummer der Rollis mit einem RFID-Handheld ausgelesen zu werden. Der Rollwagen sagt mit einem Schlag, was er drauf hat, ob er richtig steht und in welchen Supermarkt seine Ware muss. Wir drehen unsere Welt im Grunde genommen, die logistische Welt im Grunde genommen auf den Kopf, indem wir hingehen und die Informationen direkt am Gut anbringen und mit dem Gut die Systeme steuern. Können Sie mir mal sagen, was Sie da mitten auf der Straße machen? Ich bin vom Helpdesk. Sie wollen doch nach Fresno. Fresno, richtig. Hier geht's nach Albuquerque. Woher wissen Sie das alles? Von Ihrer Ladung. Unserer Ladung? RFID, Funketiketten. Damit wissen die Kisten, wo sie hin sollen. Die Kisten wussten wir sind falsch. Vielleicht sollten die Kisten fahren. Fahren haben die Kisten unter anderem hier gelernt. Im Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund. Sie wissen selbstständig, wo sie hinwollen und wo sie gebraucht werden. Sie finden vollautomatisch ihren Weg zum vorgegebenen Ziel. Das Internet der Dinge hilft, die Messkosten der Realität für die Computer zu minimieren. Ich brauche keine Menschen mehr, die schauen, wo steht eine Palette, wo steht eine Kiste, sondern die Computer können das immer und zu Grenzkosten von nahezu null machen. Das heißt, ich habe eine viel genauere Sicht, viel höhere Auflösung auf die Realität und damit stehen neue Services zur Verfügung.
Vieles wurde mit den Jahren bequemer. Heute, 2011, teile ich die Adresse dem System einfach mit und bringe das getaggte Paket zur Packstation. Das ist alles und funktioniert rund um die Uhr. Es wird mit Sicherheit innerhalb der Logistik sehr durchdringend sein. Und das auch über Geschäftspartner hinweg, mit Spediteuren, mit Vorlieferern, mit Zulieferbetrieben und. Und ich denke mal, dass sich das auch bis hin zu Paketdiensten, also überall, wo Ware von A nach B bewegt wird, in irgendeiner logistischen Form, dass es sich dort sehr durchsetzen wird. Es wird mit Sicherheit in einigen Bereichen, und hier sei mal Textil genannt, auch auf sogenannte Artikelebene dazu kommen, dass man RFID dort in irgendeinem Markt oder Laden einsetzen kann, um auch dem Kunden gewisse Vorteile zu bringen und auch auf Artikelebene gewisse logistische Prozesse zu steuern. Des Kunden neue Kleider. Wie von Geisterhand gelangen sie in die Filialen. Der Hängesorter erkennt jeden getaggten Artikel und teilt sie dem vorbestimmten Zielort zu. Menschen trifft man hier nur selten. Hier haben wir unsere intelligente Kleiderstange, das heißt, wir haben eine RFID-Antenne in die Kleiderstange integriert und jetzt können wir hier auf dem Bildschirm sehen, welche Artikel sich aktuell auf der Kleiderstange befinden. Wenn ich mir jetzt den einen Artikel hier nehme und mit dem zu unserer Umkleidekabine gehe, sehen wir, dass der Artikel eingelesen wird. Der Kunde bekommt jetzt hier angezeigt, welchen Artikel er sich ausgewählt hat, bekommt zum Beispiel verfügbare Größen, Preis, Farbe angezeigt und zudem auch noch Artikel, die er mit dieser Bluse kombinieren könnte. Zum Beispiel jetzt hier die rote Jacke oder den roten Rock. Auch nochmal dazu den Preis und weitere Informationen. Nach der Wahl des Kleidungsstückes spart die Präsentation auf dem virtuellen Laufsteg das lästige Anprobieren. Diese Kombination ist nicht zu empfehlen. Bitte eine andere Krawatte wählen. Mich als typischer Modemuffel berät seit 2009 mein virtueller Spiegel. Diese Kombination ist zu empfehlen. Als meine Augen immer schlechter wurden, hatte ich das Problem, dass ich immer jemanden brauchte, der mir die Kleidungsstücke gegeben hat, vor einer Fahrt. Also vor allem war das Problem zu unterscheiden, was ist gut, was kann ich nehmen für eine Messe, für eine Geschäftsfahrt und was ist eher so für den Garten oder fürs Haus. Und ich habe halt jetzt in meinen Kleidungsstücken eingenähte Chips. Die sind in Plastik gekapselt, die kann man waschen, also die vertragen ohne weiteres auch mal über 100 Grad. Und mit dem System kann ich jetzt die Kleidungsstücke identifizieren. T-Shirt quergestreift, gut für Messe. Ich weiß also, ich kann das Ding bei einer Messe tragen. Ich war schon mal bei einer Messe in einer Arbeitshose. Die war zwar gewaschen, aber so lustig war das dann doch nicht. Und das passiert halt jetzt nicht mehr. Und ich, vor allem, ich muss niemanden fragen. Blinde haben das Problem, dass sie Gegenstände nicht identifizieren können, wenn es sich um Dinge handelt, die sich gleich anfühlen, wie zum Beispiel CDs oder Bücher, Schlüssel und so weiter. Und da ist man immer auf sehende Hilfe angewiesen. Man muss das immer jemandem vor die Nase halten. Mit RFID kann man Informationen mit einem Objekt verbinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Box habe, das sind hier Kassetten, das sind also Hörbücher. Wenn ich einmal einen Chip drauf habe und ich habe die Box über den Chip mit einer Information verbunden, dann kann ich dieses Objekt jederzeit identifizieren, wenn ich den Reader finde. So. Josef und seine Brüder Thomas Mann. Die Sprache ist gewöhnungsbedürftig, aber halt für Blinde optimal, weil sie sehr schnell und flüssig spricht. Also ich bin unabhängig von sehender Hilfe. Ich kann diese Objekte identifizieren zunächst einmal. Zum Beispiel bei Netzteilen. Das ist immer für mich das Problem. Ich habe viele Netzteile und ich weiß nicht, wo sie hingehören. Und
Netzteil von Nokia-Handy 3 Volt. Das System sagt mir also Bescheid. Dann kann ich Objekte regelrecht finden, in einem Regal zum Beispiel. Ich gebe hier in das Tailgate einen Suchbegriff ein. Ich suche meinetwegen einen Funkkopfhörer, fahre mit dem Reader am Regal vorbei und wenn ich bei dem Objekt bin, höre ich den Sound und kann das Objekt rausnehmen. Auch in der Medizin eröffnet RFID neue Möglichkeiten. Ein Beispiel, die Augenheilkunde. Beim grünen Star kann die Technologie vor Blindheit schützen. Ein in die Brille integriertes Lesegerät misst über eine künstliche Linse mit Drucksensor den Augendruck und warnt, wenn er zu hoch ist. So eine Linse habe ich mir anlässlich einer Star-Operation implantieren lassen. Jetzt kann ich, ohne ständig zum Arzt gehen zu müssen, meinen Augendruck regelmäßig selbst messen, sogar mit meinem Handy. Ein weiterer Einsatzort, Großkrankenhäuser mit über 1000 Betten. Eine internationale Studie kam zu dem erschreckenden Ergebnis, jeder 20. Patient leidet aufgrund versehentlich falsch verabreichter Medikamente, mit oft schweren Folgen. Um menschliches Versagen auszuschließen, setzt das Universitätsklinikum Jena seit 2007 auf RFID. Jede Arznei trägt hier ein Funketikett. Die werden bei der Zusammenstellung in der Hausapotheke ausgelesen und mit den für den Patienten verschriebenen abgeglichen. So will man Fehlerquellen ausschließen. Die Transportschränke suchen ihren Weg vollautomatisch von der Klinikapotheke zur Intensivstation. Hier wird die ordnungsgemäße Ankunft an die Datenbank übermittelt. Jede einzelne Kiste ist für einen bestimmten Patienten. Was hier ankommt, ist wirklich das verschriebene Medikament. Ansonsten hätten die Datenbanken längst Alarm geschlagen. Bis zur endgültigen Verabreichung wird jeder Schritt, jede Position des Medikamentes, jeder Handgriff des Klinikpersonals mit der Datenbank abgeglichen. So, Herr Greiner, ich gebe Ihnen jetzt das... Reale Vergabe und virtuelle Verschreibung werden im Internet der Dinge Schritt für Schritt synchronisiert und kontrolliert. In dem Zusammenhang gibt es ja eine Betrachtung, eine Kostenbetrachtung natürlich im Krankenhaus, wo wir von sehr hohen Kosten ausgehen, die pro fehlerhaft gegebenem Medikament verursacht werden. Die Kosten, die wir sehen, sind etwa um 3.000 Euro aufwärts pro falsch gegebenem Medikament. Und daraus lässt sich sehr leicht errechnen, dass die Aufwendungen, die im Gegenzug angestellt werden, um diese fehlgegebenen Medikamente zu vermeiden, sehr leicht wieder eingespart werden durch eben die Vermeidung dieses falsch gegebenen Medikaments, also ganz unabhängig von den Leiden der Patienten, die natürlich dadurch vermieden werden. RFID geht unter die Haut. Nicht nur Medikamente oder Waren können eine eindeutige ID-Nummer tragen, auch Lebewesen. Warum nicht auch Menschen? Für Tiere ist der Transponder schon längst eine Selbstverständlichkeit. Aus Angst, der Liebling könnte verloren gehen, aber auch um eine grenzenlose Kontrolle zu bekommen, muss jedes Haustier getaggt werden. Als erstes Land in Europa hat die Schweiz das bereits 2006 gesetzlich vorgeschrieben. Durch den Transponder ist jeder Hund aktenkundig. So weiß man, aus welchem Land er kommt, wem er gehört und welche Impfungen er hat. Wenn Sie einen Hund haben und Sie sind mit dem Hund in Spanien und er läuft dort weg, weil es ein Tierarzt, er braucht nur den Transponder abzulesen und kann sich in Deutschland melden. Oder gibt es im Internet ein, da gibt es eine Internetseite, da wird die Transpondernummer eingegeben und da bekommen Sie gezeigt, wo das Tier registriert ist. Und dann geht die Meldung, kommt dann halt auch zu uns und wir verständigen auch den Besitzer im Ausland. Im Internet der Dinge rückt alles näher zusammen. Die reale mit der virtuellen Welt, die Dinge... die Menschen. Als ich im Sommer 2011 beim Ordnungsamt angestellt war, hatte ich mit dieser Verflechtung interessante Momente erlebt. Besonders im Innendienst.
Ich hatte die Aufgabe, die städtischen Parks unter die Lupe zu nehmen und sauber zu halten. Allmählich dämmerte mir, was mein Vorgesetzter mit seiner Warnung vor Gefühlen meinte. Ein Wesenszug des Internet der Dinge ist nämlich nicht nur, dass man mit RFID besser überwachen und strafen kann, sondern dass es auch zu überraschenden Verknüpfungen kommt. Und manchmal hatte ich einfach keine Lust, meine Kontrollmacht auszuüben. Ja, tatsächlich eine mögliche Gefahr, auch umgekehrte Chance, liegt zum Beispiel in der Lokalisierungstechnologie. Also es ist uns klar, dass in den nächsten Jahren, vielleicht muss man auch in Jahrzehnten rechnen, es immer einfacher wird, Gegenstände zu lokalisieren. Nicht nur Autos wissen dann, wo sie gerade herumfahren mit einem Navigationssystem, sondern man kann aus der Ferne von den kleinsten banalen Gegenständen, von der Armbanduhr, von einem Koffer, erfahren über eine Webseite, wo sich dieser Gegenstand gerade aufhält. Technisch wird das sehr bald möglich sein. Nun ist klar, dass das einerseits einen Nutzen stiften kann, wenn ich weiß, wo zwei- oder dreijährige Kinder herumlaufen, aber natürlich ein großes Missbrauchpotenzial birgt, weil man ja nicht unmittelbar sieht, dass ein Gegenstand aus der Ferne von anderen vielleicht lokalisiert werden kann. Sie müssen sich vorstellen, dass durch RFID die Bewegungen von Menschen im Raum bis auf den Zentimeter genau abbildbar werden. Allerdings braucht man dazu einen aktiven Transponder, der ständig Signale sendet. Das heißt aber, der Beobachtete weiß ganz genau, dass er überwacht wird. Und er will es auch. Besonders dann, wenn er in einer Umgebung arbeitet, die für ihn gefährlich ist. Zum Beispiel in einer Fabrik, einem Chemiewerk oder einer Ölraffinerie. Überall dort, wo die Verkettung von unglücklichen Umständen plötzlich zu einer Katastrophe führen können. Wie zum Beispiel im Februar 2003 im Süden von New York, als ein mit Propangas beladener Frachter einer Ölraffinerie gefährlich nahe kam, explodierte und die Flammen übergriffen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass irgendwo brennbare Gase austreten und da rennt einer mit dem Schweißgerät rum, dann ist das, wie die Amerikaner so schön sagen, ein Recipe for Disaster. Ja, also das geht garantiert schief. Ja. Mit dem System, mit dem Atlas-System, das wir heute haben, wenn das Schweißgerät identifiziert ist durch einen Tag und der Instandhaltungsarbeiter, sind sie in der Lage zu erkennen, wo der sich aufhält in der Raffinerie. Ja. Und wenn Ihr Prozessleitsystem Ihnen jetzt sagt, dass in der Sektion B Gase austreten und Sie merken, dass der in die Sektion B geht, dann haben Sie jetzt schon die Möglichkeit, ihn über sein Walkie-Talkie zu stoppen, rauszuholen. Und jetzt haben Sie einen Unfall verhindert. Bei Brandkatastrophen ist Rauch die größte Gefahrenquelle. 1996 starben im Düsseldorfer Flughafen 17 Menschen, weil sie keine Luft zum Atmen hatten. Die Brandschutzklappen, die für Entrauchung sorgen sollten, hatten versagt. Heute verlangt der Gesetzgeber einen langjährigen Nachweis für die ordnungsgemäße Wartung sämtlicher Brandschutzklappen. 22.000 davon hat allein der Frankfurter Flughafen. Mit Papieren, Protokollen, Listen sind solche Mengen kaum fehlerfrei zu dokumentieren. Mit RFID kein Problem. Beim Auslesen jeder einzelnen Rauchabzugsanlage über einen extra haltbaren Transponder werden nicht nur die Klappen kontrolliert, sondern vor allem auch die Kontrolleure. Der Wartungsarbeiter bekommt vom IT-System über seine mobilen Computer die Auftragsdaten vorgeschrieben. Die Auftragsabarbeitung sowie der Zeitpunkt ihrer Erledigung werden umgehend an das IT-System zurückgefunkt und gilt erst dann als abgeschlossen. Auch in der chemischen Industrie gibt es ein ungeheures Gefahrenpotenzial, das zu großen Umweltkatastrophen führen kann, wie 1986 beim chemischen Super-GAU in Basel. In der Lagerhalle von Sandoz gingen damals 500 Tonnen Chemikalien in Flammen auf. Mit dem Löschwasser gelangten 20 Tonnen Pestizide in den Rhein. Der Fluss galt lange Jahre als tot. Um
die Lagerung von Chemikalien sicherer zu gestalten und menschliches Versagen auszuschließen, hat die Firma SAP ein RFID-gestütztes System entwickelt. Bestimmte Chemiefässer dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zusammenstehen. Ein einfaches IT-Kontrollsystem kann das aber nicht sicherstellen. Deshalb ist es cleverer, die Chemiefässer selbst mit RFID so intelligent zu machen, dass sie von sich aus wissen, neben welchem Fass sie stehen dürfen und neben welchem nicht. Ihre smarte Elektronik kann erkennen, welche Eigenschaften die anderen Chemiefässer um sie herum haben und warnen, ohne gefragt zu werden. Und wie lange darf Fleisch gelagert werden? 7, 10, 14 Tage? Wann wird es leberartig, gammelig, verdorben? Wie können wir das sicher wissen? Klar, der optimale Fleischgenuss braucht einen Transponder. Aus dem Internet der Dinge weiß das Handy alles über das Steak auf dem Teller. Wo, wann und von wem es geschlachtet wurde, ob die Kühlkette lückenlos war, wie sein derzeitiger Reifezustand ist. Stichwort Gammelfleisch. Haltbarkeitsdaten werden gefälscht, Papiere geschönt. Ein Fleischsensor muss her, der über jeden Zweifel erhaben ist und mit dem man Betrügern das Handwerk legen kann. Daran arbeiten Forscher der Technischen Hochschule in Aachen. Auf der Suche nach geeigneten Messinstrumenten für ihren Chip haben die Forscher nach Proteinen gesucht, die im Reifungsprozess von Fleisch unterschiedlich abgebaut werden. Sie hatten die Idee, diese Proteine zu isolieren und als Messinstrumente in ihren RFID-Chip einzusetzen. Was wir machen, ist halt ein RFID-gekoppeltes Sensorsystem. Das heißt, wir haben nicht nur einen Sensor mit einem RFID-Chip gekoppelt, sondern wir haben mehrere Sensoren. Weil ganz einfach in der Fleischreifung mehrere Vorgänge passieren. Das heißt, es gibt sehr frühe Phänomene und es gibt sehr späte Phänomene. Und die kann man halt nur darstellen, indem man halt verschiedene Substrate darbietet. Bei der Herstellung eines solchen Sensors gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Zusammensetzung der im Fleisch enthaltenen Proteine Auskunft gibt über seinen Qualitätszustand. Im Reifungsprozess des Fleisches werden Proteine abgebaut, manche langsamer, manche schneller. Man muss sie nur messen und die Daten mit einem RFID-Chip, der mehrere Sensoren hat, auslesen. Diese Sensoren müssen natürlich jetzt irgendwie mit diesem RFID-Chip verbunden werden, damit man die Informationen, die hier vorliegen, oder diese geänderten Eigenschaften der Sensoren auch auslesen kann. Ich zeige das jetzt einfach mal hier an der ersten Reihe exemplarisch, diesen schwarzen Linien. In einem aufwendigen Analyseverfahren haben die Forscher 25 Proteine isoliert, mit denen man idealtypisch den Reifungsprozess im Fleisch bestimmen kann. Mit Massenspektronomie ließ sich das leicht feststellen. Wir haben nun einen Fleischsensor und damit eine fälschungssichere Qualitätskontrolle, die auf jeder Packung problemlos auslesbar ist. Und so könnte man sich vorstellen, wie zum Beispiel so ein Lebensmittelsensor die Informationen des Zustandes des Fleisches kontaktfrei, also nach außen auslesbar, präsentiert. Nach 3 Wochen in meinem Job hatte ich eine Menge über RFID gelernt und ließ mich inzwischen auch mal ablenken, zum Beispiel von der Dame aus dem Hundepark. Mit den üblichen Suchmaschinen hatte ich sie schnell ausfindig gemacht. Sie besaß eine eigene Website. Ihr Hobby, Disco. Stammlokal war das alte Polizeipräsidium. Dort geht sie jeden Samstag hin. Da bin ich mutig geworden. Online hatte ich mich bei ihrer Disco angemeldet und machte mich auf den Weg. Mit meinem Handy wurde am Eingang meine Anmeldung verifiziert. Peter Mosetta, Mitglied einer Disco-Community. RFID ist bis in die letzten Disco-Schuppen vorgedrungen. Am Eingang wird er mit seinem Handy sich identifizieren.
Der Doorman weiß, den muss ich nicht in der Schlange checken. Kommt er rein, kommt er nicht rein? Der wird sofort mit Namen begrüßt. Der wird im Zweifelsfall an seinen Platz geleitet, wo bereits sein Lieblingsdrink steht. Und in der Summe, wenn man jetzt über Warenströme, Menschenströme, über die Analogie redet, hat der Diskothekenbetreiber sogar die Möglichkeit, über die Datenbank abzufragen, wie die durchschnittlichen oder überwiegenden Musikwünsche seiner Kunden sind und kann dem DJ Bescheid sagen, pass auf, heute legen wir die oder die Musik auf, weil wir haben älteres Publikum, Publikum mit diesen Vorlieben und so weiter. 2011 hat RFID tatsächlich alles durchdrungen, auch die Unterhaltungsindustrie. Die Geschäftsführung weiß Bescheid, wer im Laden ist, welche Vorlieben er hat und was man ihm verkaufen kann. Bei ihren Animationen schrecken die Betreiber vor nichts zurück. Selbst auf der Toilette nicht. Auch dort wurde ich mit RFID verfolgt. Hallo, bitte. Du bist neu hier. Ihr beide seid neu hier. Schatz, was mit dir was zu trinken? Ach ja? An der Bar? Wir sehen uns später. Hi, Stefan. Wie geht's? An diesem Abend gewann der 10.000. eingeloggte Disco-Neugast eine Reise nach Ibiza. Zu meiner Überraschung war ich der Glückliche. So, der Peter ist der 10.000. eingetragene Gast bei uns und gewinnt eine Reise zur Partyinsel nach Ibiza mit unserem sexy Diva von unserem Personal. So, das Präsidium wünscht uns viel Spaß auf Ibiza. Alles Gute und einen Riesenapplaus. Ja, auf Leute, komm, Riesenapplaus für den Peter. Ich war verblüfft, mich plötzlich auf der Leinwand zu sehen. War die ganze Veranstaltung abgekatert, im Voraus geplant und auf mich zugeschnitten? Steckte Dina dahinter? Was wusste sie? Oder war das schon meine Paranoia? Wenn man lange andere beobachtet, bekommt man das Gefühl, selbst beobachtet zu werden. Und irgendwann ist einem auch das egal. Manche machen daraus sogar eine Philosophie. Vor 10 Jahren war das Thema Cocooning ganz groß. Da kam zur rechten Zeit mit eBay, mit Yahoo, mit den ganzen Logistik-Services die Welt zu Hause ganz groß raus. Da haben Zukunftsforscher vorhergesagt, die Leute werden sich zu Hause abkapseln, die sitzen zu Hause, die bestellen, kriegen das frei hausgebracht. Und es hat ganze Industrieströme im Grunde genommen entwickelt, in ganz kurzer Zeit. Wenn wir das jetzt heute betrachten, dann sehe ich RFID eigentlich als eine Gegenbewegung, nämlich die Möglichkeit, alles das zu tun, aber außerhalb des eigenen Hauses. Das heißt, Sie haben per Knopfdruck mit Ihrem RFID die Möglichkeit zu sagen, hallo, ich bin hier, ich möchte folgende Information haben, ich möchte folgende Information preisgeben, ich möchte irgendwo gesteuert werden, ich möchte nur ganz gezielt Werbung haben, die mich interessiert. Alles das ist ja auch ein Vorteil für den Kunden. Vor 5 Jahren träumte die Industrie, jeden Artikel der Welt mit RFID-Chips versehen zu können. Um diesen Traum zu verwirklichen, hoffte man auf extrem billige Tags. Die Siliziumchips waren einfach zu teuer, also probierte man es mit Kunststoff. Die Forschung arbeitete fieberhaft. Ein Milliardengeschäft wurde erwartet. Doch die Tags aus Polymere konnten nur ein Tausendstel von dem leisten, was die Siliziumchips können. Der Traum vom überall aufdruckbaren Chip schien wohl noch lange ein Traum zu bleiben. 2011 hat es dann doch geklappt. Im Einzelhandel begann man bereits 2004 einzelne Artikel mit versteckten Funketiketten auszurüsten. Der Widerstand gegen die unsichtbare Funkerei ist seither unerbittlich. Niemand will Chips an der Ware. Das eigentliche Problem liegt aber ganz woanders.
Schon lange vor der RFID-Einführung hatten Supermarkt und Discounter einen guten Einblick in die Wünsche der Konsumenten. Denn über 50% der Käufer hatten bereits eine Kundenkarte. Entscheidend war überhaupt nicht, ob eine Ware getaggt war oder nicht, sondern ob der Kunde seine Identität preisgegeben hatte mittels Kunden, EC oder Kreditkarte. Es kann also äußerst ungesund erkannt werden. Und wenn Sie davon in den vergangenen Jahren viel gekauft haben, dann könnte es doch plötzlich sein, dass das Informationen sind, die dann nicht nur Sie selber, sondern auch vielleicht Kranken- oder Lebensversicherung interessieren. Und Sie können sich vorstellen, dass das dann begehrte Daten sind, an die solche Versicherer natürlich gerne herankommen würden. Und selbst wenn Handelsketten den Kunden weismachen wollen, sie könnten die Weitergabe ihrer Daten durch Löschung der Tags beseitigen, wirkt das wenig glaubwürdig. Was hilft es denn, Daten zu deaktivieren, nachdem sie schon gespeichert sind? Sie verkaufen Ihre Privatheit tagtäglich gegen Bequemlichkeit oder Geld. Und wenn der Nutzen höher ist, der wahrgenommene Nutzen, als das wahrgenommene Risiko, so sind Sie sehr froh und machen das auch. Sonst würden Sie nicht mobil telefonieren, würden nicht übers Internet zahlen, würden keine Bankomatkarten verwenden. Also diese Gleichung ist relativ stabil. Hallo. 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 Wir haben diese Two-for-One-Card, ja, und wollten mal fragen, was Sie so an Spannung anzubieten haben. Sie dürfen aus 4 unterschiedlichen Programmen wählen. Mhm. Wir haben da zum einen den Wellness-Tag für 2 Personen, die Meeresklimakabine, Unterwassermassagebett und zum Schluss das Floaten, mhm, die schwerelose Tiefenentspannung. Mhm. Und auswählen dürfen Sie aus allen 4. Nummer 3 scheint mir doch ganz. Ja? Ja? Mhm. Ja. Immer Nummer 3. Okay, prima. Super, dann bräuchte ich einmal Ihr Handy bitte. Das halten Sie hier mal dagegen. Dankeschön. Genügt schon, super. Dann gebe ich Ihnen gleich die Handtücher und den Schlüssel. Einmal für die Dame. Ups. Danke. So, für den Herrn und Herrn. Dankeschön. Danke. Danke. Nach wochenlanger Beschäftigung mit RFID hatte ich dringend Entspannung nötig. Aber selbst im Fitnesscenter holte mich die Technik wieder ein. Sie spielten unser Lied. Die Perfektionierung des Internets der Dinge schreitet seit Jahren zügig voran. Die Chipfabriken arbeiten 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Der Materialfluss läuft vorbildlich dank der smarten Automatisierung. Fertigungsabläufe werden papierlos protokolliert. Displays an Trackingboxen zeigen den Arbeitern die Daten für den nächsten Fertigungsschritt. Im Internet der Dinge steuert nun mal die Produktion den Menschen, nicht mehr der Mensch die Produktion. Tatsächlich werden wir in Zukunft mehr automatisch über die Menschen, ihre Eigenschaften, wo sie sind, wie gesund sie sind, wie sie sich benehmen, erfahren. Völlig automatische Sensortechnik durch Monitoringmöglichkeiten. Die Technik dazu wird fortlaufend weiterentwickelt, wird perfektioniert. Und die Daten entstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das genutzt? Im gewissen positiven Sinne, im Gesundheitssektor, kann ich das vorstellen, dass man einen Gürtel hat, der mir mitteilt, dass ich zu lange falsch sitze vor meinem Schreibtisch. Aber natürlich ist es auch denkbar, dass diese Dinge gegen mich verwendet werden, mich quasi tyrannisieren oder dass eine Autotür sich nicht öffnet, weil das Auto meint, es sei jetzt nicht der richtige Besitzer da oder ich kann das Auto nicht abstellen, weil ich im Halteverbot stehe. Solche Dinge sind im Prinzip denkbar, dass der Mensch zu einem gewissen Ding wird, Objekt von einer smarten Umgebung wird und die smarte Umgebung sich nicht ganz so verhält, wie der Mensch es eigentlich möchte. So, Herr Mosetter, Sie arbeiten jetzt seit 4 Wochen mit RFID. Wie läuft's denn so? Macht es Ihnen noch Spaß? Zunehmend. Das haben wir auch mitbekommen.
Sie haben ja gute Beute gemacht. Das freut die Stadtkasse. Und mich. Soweit die Freude. Haben Sie sich denn auch an die Regeln gehalten? Oh, natürlich. Oder welche Regeln? Keine Ausnahmen, keine Gefühle. Alle werden bestraft. Aber natürlich. Sie haben dieser Dame, dieser Diener... Welche Diener? Na, die Dame aus der Disco. Der haben Sie keinen Bußgeldbescheid ausgestellt. Dieses eine Mal. Wer bei uns auf den Takt seines Herzens hört und nicht auf Frequenzen, dem kündigen wir. Den schmeißen wir raus. Unter diesen Umständen möchte ich Ihnen sagen, dass ich nächste Woche nach Ibiza verschwinden werde. Und zwar mit dieser Diener. Schönen Tag. Wie Sie wollen, aber halten Sie mir die Insel sauber. Wir haben auch da unsere Fühler. Das Internet der Dinge ist lückenlos. Nächste Woche widmen wir uns einem Thema, von dem jährlich 40.000 Männer neu betroffen sind. Prostatakrebs. Heute gibt es neben der Operation, die zu Impotenz führen kann, andere Therapiemöglichkeiten. Voraussetzung dafür ist aber eine Früherkennung und eine genaue Diagnose. Die Dokumentation berichtet unter anderem über den aktuellen Stand der Forschung. Weitere Infos gibt's im Internet.